liebe Papierkreative, willkommen auf meinem Kanal Stempelstanze Papier. Mein Name ist Ulrike Schott, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und habe heute ein kleines 3D-Projekt dabei. Und ihr seht, ich habe schon den Mini-Katalog, den aktuellen, den Herbst-Winter, also Juli bis Dezember-Katalog dabei. Und ich werde mich heute nochmal auf das Produktpaket Feierliches Fenster stürzen. Ich habe es ja schon ein paar Mal benutzt. Ich finde es halt einfach so entzückend mit den Häusern. Und ich stelle euch heute ein 3D-Projekt damit vor. Es ist ein Projekt, was man sicherlich nicht mal so zwischendurch bastelt. Es ist ein besonderes Projekt und es ist, also ist für Leute geeignet, die auch so ein bisschen kleinteilig gern arbeiten. Dieses Set wird es demnächst im Ausverkauf geben, denn es wird leider nicht übernommen für zukünftige Kataloge. Ab 1. Dezember geht es los mit dem Ausverkauf um 0 Uhr. Und für alle, die mit Sachen hier liebäugeln, also wenn es unbedingt sein muss, dass ihr das haben möchtet, bestellt es vorher in unreduzierter Form, weil ja, ihr wisst, wer schon ein paar Mal einen Ausverkauf mitgemacht hat, dass das nicht immer gewährleistet ist, dass man das auch noch bekommt. Dieses Produktpaket wird reduziert, wie gesagt, 60% auf das Stempelset wird noch 10,80 Euro kosten und 20% auf die Stanzformen 33,60, alle Angaben ohne Gewähr. Und damit basteln wir jetzt. Los geht's! Schaut mal, eine schöne kleine Box und hier stehen meine kleinen Häuser drauf. Die sind doch echt süß, ne? Ich sehe gerade, da muss ich nochmal ankleben, da hat es mir gerade das Dach ein bisschen abgehoben. Also, das hier meine Idee von einem 3D-Projekt mit diesem Set. Und wir beginnen. Ich brauche erstmal mein Schneidebrett und ich brauche für die Box, das wird eine ganz einfache Box, einen Karton im Maß von 21 x 21 cm. Und ich werde das Ganze jetzt ringsum falzen. Das Grundmaß wird 9 x 9 cm dann sein. Das bedeutet, ich werde jetzt hier einmal ringsum bei 6 cm falzen. Und wenn ich schon beim Falzen bin, nehme ich mir auch gleich meinen Deckel zur Hand. Ein Maß von 13,2 x 13,2 cm. Das übrigens ist Farbkarton in Nachtblau und ich habe mich für den Deckel entschieden, für Olivgrün. Ihr könntet natürlich auch Tannengrün nehmen, das würde auch sehr gut passen, aber ich wollte Olivgrün. Und das werde ich jetzt falzen bei 2 cm. Ich nutze hier wegen der langen Anlageseite immer gerne hier beim Stampin'-Up-Brett die rechte Seite. Und wie gesagt, ringsum falze ich bei 2 cm, sodass am Ende eine Grundfläche von 9,2 x 9,2 cm übrig bleibt. Also 2 mm größer ist dann der Deckel insgesamt. Im Vergleich zum Längenmaß bei der Box, also beim Unterteil. Als nächstes brauche ich meine Schere und ich muss natürlich jetzt hier einmal einschneiden. Ich schneide immer von außen bis zur ersten Querfalz und schräge mir dann meine Laschen gleich an. Das mache ich ringsum, immer im Windmühlenprinzip, das heißt, ich drehe immer eins weiter und schneide wieder hier ein und schräge ab. Das gleiche mache ich dann beim Boden auch, das heißt, auch hier werde ich jetzt wieder einschneiden auf der Falzlinie bis zur ersten Querfalz. Dann schräge ich mir das ab. Auch immer endend an der ersten Querfalz.
Jetzt werde ich mir das Ganze einmal nachfalzen. Jetzt muss ich das ganze Papier einmal natürlich zusammenkleben. Dazu werde ich als allererstes mir Abreißklebeband nehmen. Ansonsten geht natürlich auch jegliche Art von Flüssigkleber. Also ich gehe jetzt hier mit dem Abreißklebeband auf die Außenseite und klebe mir zweimal von dem Klebeband auf eine Lasche, immer schön festhalten. Ich nutze hier sehr gerne so Metalllineale. Die braucht man eh, wenn man dann eben vielleicht mit irgendeinem Cuttermesser arbeitet oder so. Also, ich gehe jetzt hier einmal an der Falzlinie entlang und einmal am Laschenende. Und das mache ich bei meinem grünen Papier und das mache ich genauso hier auf der Außenseite bei meinem blauen Papier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich beide Sachen geklebt und ihr seht, ich habe, weil die Laschen sehr, sehr groß sind beim blauen Papier, mir noch ein kleines Zwischenstück aufgeklebt, damit die Lasche am Ende auch wirklich gut hält. Man kann sich das natürlich nochmal feststreichen mit dem Falzbein. Das erleichtert manchmal das Abziehen von diesen Bändern. Wenn jetzt da was übersteht, ist das nicht so schlimm, das schlagen wir uns gleich ein. Ich nehme mir dann auf jeden Fall ein Tool mit einer Spitze. Unser Aufhebhelfer ist super genial, die beste Investition, die ihr machen könnt. Ich gehe jetzt hier nicht am Rand, weil wenn es nicht gescheit klebt, hebt man sich das ganze Band ab, sondern ich gehe hier so mittig drunter und ziehe mir jetzt erstmal die Bänder ab. Wie gesagt, wenn jetzt hier etwas übersteht, klappe ich mir das einfach so mit dem Finger so nach innen und dann klebe ich mir das Ganze zusammen. Ich schlage mir das ein, lege hier Kante auf Kante, wenn ich das dann habe, so, dann schlage ich von innen gegen und drücke mir das einfach einmal fest. Und so entsteht eine wunderbare Kante und das kann ich jetzt einmal außenrum machen mit allen anderen Bändern auch. Dann mache ich das gleiche jetzt mit unserem Deckel. Gleiches Spiel wie gerade eben, Bänder der Reihe nach ablösen oder alle auf einmal, wenn ihr schon geübt seid und zu einem Deckel zusammenkleben, genauso wie den Boden. Ja, das mache ich jetzt. So, die Box ist fertig und ich werde jetzt das Ganze verzieren. Darauf kommt es ja letztendlich an. Das bedeutet, ich nehme mir jetzt hier, mal meinen Schnipselberg beiseite schieben, eine Bordüre. Die Bordüre habe ich selbst gemacht. Einmal habe ich schon, einmal brauche ich noch. Sie reicht immer maximal bei unseren Kartonlängen für zwei Seiten. Ich habe jetzt einfach einen kompletten A4-Karton genommen und habe mir ein Maß von 3 cm abgeschnitten. Das ist grundweißer Farbkarton in normaler Stärke und habe gestempelt. Und zwar zwei Farben, einmal Lodengrün und einmal Tannengrün. Und das möchte ich jetzt einmal mit euch machen, um euch zu zeigen, wie so etwas entsteht. Das heißt, ich habe jetzt einmal hier meinen Farbkarton in Grundweiß. Bei Glassichtstempeln bekommt ihr immer einen besseren Stempelabdruck, wenn ihr diese Schaumstoffmatten unterlegt. Ich habe da gleich 4 Stück davon, weil ich manchmal Designerpapier stempel und da braucht man natürlich dann für alles eine Unterlage. Ich lege mir also jetzt meine hin, ansonsten geht natürlich auch eins und man muss eh gucken, dass man hier keinen Spalt reinkriegt, weil sonst hat man da natürlich keinen vernünftigen Stempelabdruck. Aber Glassichtstempel lassen sich auf einer weichen Unterlage besser abstempeln. Was man auch machen kann, ist, dass man statt eines statt einer Unterlage vielleicht ein paar Lagen Papier drunter legt. Auch das macht das Ganze weicher und auf das Stempelergebnis besser. Ich habe jetzt hier zwei Farben, einmal Tannengrün. Mit dem Tannengrün stempel ich jetzt hier meine Doppeltannenbäume.
Ich gehe da einfach jetzt so, wie es mir gefällt, entlang. Ich nehme die jetzt zweimal. Ich gehe immer ein bisschen rauf, ein bisschen runter, dass wir hier halt eine schöne Linie bekommen. Und den einzelnen Tannenbaum, den mache ich in Lodengrün. Darf ich nur nicht verwechseln, dass ich dann die Farben miteinander vermische. Das passiert mir immer in der Hektik, dass ich dann zum Schluss... Also ich gehe da auch mal rauf, mal runter. Genau, jetzt bin ich ins Lodengrün statt ins Tannengrün. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das gleich sauber mache. Ich habe jetzt gerade mein Reinigungsprofi nicht da, aber ein paar Babyfeuchttücher, das geht auch mal. So, damit höre ich auf. Ich werde eh die komplette Länge nicht brauchen. Dann kann ich die schon mal wieder schließen. Und jetzt muss ich mir das Ganze noch zurechtschneiden. Das heißt, ich nehme jetzt meine Schere und ich habe das einfach so gemacht, dass ich hier am Anfang erstmal recht nah ran grad abgeschnitten habe. Und dann einfach mit einem Abstand von vielleicht, was sind das, 2 mm, angefangen habe hier einzuschneiden. Also der 2 mm Abstand ist eigentlich immer so zu den Tannenbäumen. Ich habe auch immer von oben angefangen. Also wirklich einmal von oben und dann so bis runter. Da darf oben es auch nicht spitz sein, das kriegt man auch nicht, sonst wird es nicht schön. Und jetzt gehe ich einfach die komplette Linie genau so entlang. Wenn ich meine Reihe fertig habe, wie jetzt hier, nehme ich meinen Karton und gehe hier an die Kante. Und dann muss ich schauen, dass das hier schön an der Ecke liegt. Gehe einmal rüber. Ich habe also ja mit 4 von diesen dunkelgrünen, von den Tannengrünen angefangen, von den Doppelbäumen. Und tatsächlich passt es so einigermaßen an der Ecke, aber man kann auch einen halben Tannenbaum knicken. Das ist überhaupt kein Problem. Ich knicke mir das jetzt hier einmal rum, lege mir das einmal hier an, falte mir das an der Ecke nach. Dann nehme ich meinen Klebstoff. Also ich mache das mit Flüssigkleber und gehe jetzt da einfach mal einmal hier unten entlang und einmal in jede Spitze. Ups, aus der Hand gefallen. Auch hier schön an die Kante und klebe mir das jetzt einmal hier unten an der unteren Seite schön entlang, dass das wirklich plan passt. Ich finde, das sieht schon so schön weihnachtlich aus. Und dann kann ich mir das einmal andrücken. Das reicht schon. Dann mache ich hier weiter. Das heißt, mal gucken, ich werde so ungefähr bis dahin kommen. Also für 3 Seiten reicht es theoretisch auch, aber das finde ich so unsymmetrisch, deshalb werde ich das so machen, dass ich 2 und 2 Seiten mache. Auch hier wieder schön an die Kante und hier an dieser Ecke schneide ich dann einfach das schön gerade einmal ab. So,
Und dann fange ich auf der nächsten Seite an und klebe mir das zweite dann da entsprechend auch entlang und auch auf der Seite. Gleiches Prinzip und dann sehen wir uns gleich. Damit ist der Boden fertig, den können wir beiseite stellen und wir kümmern uns um den Deckel. Da können wir zumindest schon mal mit den Basics anfangen. Ich habe hier grundweißen Farbkarton im Maß 8,5 x 8,5, jawohl. Und ich habe Farbkarton in Glutrot 8,8. Jetzt muss ich nochmal nachmessen. Achtung. Ja, 8,8 x 8,8, also 3 mm größer. Und ich klebe mir jetzt einfach meinen Farbkarton, den weißen Plan, einmal auf. Auf den Farbkarton kommt in die Mitte jetzt einmal dieser Kranz. Der Kranz stammt aus unserem Set, den habe ich schon gestempelt und ausgestanzt. Das ist dieser hier, auch in Glutrot. Und es gibt natürlich die passenden Stanzformen hier dazu, nämlich diese. Das habe ich schon gemacht, hätte ich mir aber auch sparen können, weil ich muss sowieso noch was ausstanzen. Ich brauche noch einen unteren Kreis. Dazu nehme ich mir meine Basics mit PEP, das absolute Must-Have. Und ich meine, ich hätte die drittgrößten Kreis genommen, der gerade so drunter passt. Genau, den werde ich mir jetzt ausstanzen. Ich nehme mal meine kleine Maschine. Nicht wundern, vielleicht sollte ich noch meinen Kleber zumachen. Der ist schon ein bisschen gerissen, tut aber trotzdem seinen Dienst. Ich nehme noch mal olivgrünen Farbkarton und eben einen Kreis und das stanze ich mir jetzt einfach einmal aus. Wenn ihr euch die Maschine neu anschafft, empfehle ich euch immer die große. Die kleine ist so schön für zwischendurch, kein Platz auf dem Tisch, so wie bei mir. Aber an sich immer die große als Erstmaschine. Damit kann man viel mehr machen, auch wenn sie teurer ist. Es kommt jetzt Weihnachten. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, dass Leute zusammenlegen und euch die euch schenken. So, ich klebe mir jetzt einfach plan diesen Kreis auf den Kreis, diesen Kranz, Kranz und Kreis. Naja. Einfach mittig drauf. So. Und diesen Kreis werde ich mir dann 3D aufsetzen mit Dimensionals. Und jetzt muss ich die Mitte treffen. Muss ich mal zirkeln, weil ich kann ja nicht drüber gucken, aber ich schaue mal so ein bisschen oben in die Kamera und lege das erstmal so vorsichtig auf. Schau mir das mal an. Ups, nee. Das ist der Vorteil, den ihr habt. Ihr könnt da ja drüber gucken. Also jetzt muss ich das mal kippen, jetzt sehe ich das wenigstens richtig. Nee, das ist ja völlig schief. So, lassen wir das. Zack. Dann brauche ich Tannenbäumchen. Und das habe ich schon vorbereitet, weil sonst wären wir nämlich überhaupt nicht fertig hier. Ich habe mir jetzt einfach schon Tannenbäume gestempelt. Die doppelten wieder in Tannengrün und die einfachen wieder in Lodengrün, damit es schön regelmäßig ist. Und ich möchte mir die jetzt einfach hier außenrum aufsetzen. Ich lege mir die dazu einmal schon zurecht. So gefällt mir das. So klebe ich das jetzt auf. Und zwar plan. Nehme ich einfach meinen Kleber. Ich habe so die kleinen Fläschchen, weil die manchmal bei kleinen Sachen besser sind. Und so werde ich mir das jetzt gleich aufkleben, der Reihe nach. Thank you.
Und das können wir uns jetzt erstmal beiseite legen, denn jetzt kommt ja unsere Hauptattraktion, wobei, wenn man das jetzt draufklebt und hier noch einen schönen Spruch drauf, hätte man auch so ein sehr schönes Projekt. Aber bei uns ist das Highlight natürlich diese kleinen Häuschen. Da zeige ich euch, wie man die macht. Die sind ein bisschen arbeitsaufwendiger. Ich gehe mal ein Stückchen ran. Zum Herstellen der Häuschen brauche ich als allererstes grundweißen Farbkarton und ich brauche dieses, ups, runtergeplumpst, es hat schon ein bisschen, wenn euch das auch passiert, dass das mal nicht mehr so gut klebt, solltet ihr es euch mal unter fließendem Wasser abwaschen. Manchmal kommt da halt einfach Staub drauf, vor allem, wenn man das schon oft benutzt hat. Und wenn man die aber wieder sauber macht, dann halten die auch wieder. So. Ich brauche also jetzt hier unser Haus. Das ist natürlich auch in dem Stempelset. Und ich nehme jetzt einfach mal, ich überlege gerade, ja, Olivgrün. Also ich habe die Farben Wildleder, Olivgrün, Currygelb und das ist Glutrot und natürlich Nachtblau. Das war die Idee von meiner Hausfarbkombination. Ich finde die passend halt dazu. Wenn ihr andere wollt, bitte gerne. Ich möchte so ein bisschen nordisch. So, und jetzt müssen wir für ein Häuschen Farbe aufnehmen. Natürlich gescheit. Und ja, jetzt wäre natürlich eine Stempelmatte wieder gut. Die findet ihr übrigens im Jahreshauptkatalog. Alle Materialien wie immer unter dem Video. Ich stempel mir jetzt Nummer 1. Links, rechts, oben, unten, weißen Farbkarton. Und jetzt kommt Nummer 2. Und jetzt muss ich ziemlich nah runter, sonst sehe ich es nicht. Wahrscheinlich muss ich auch mal kurz meine Rübe hier reinhängen. Ich muss jetzt so stempeln, dass diese Reihe, wenn ich jetzt nebendran setze, mit dieser hier übereinstimmt, dass es eine Linie wird. Und die beiden, wenn es schön wird oder wenn es gut ist, haben auch eben so einen kleinen weißen Spalt, die beiden. Also ich probiere es mal, ob ich das auch mit nicht drüber gucken so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Das ist jetzt ein Versuch. Ich guck mal, ich kipp mal. Ja, passt. Ihr seht eine kleine Linie und hier die beiden, die gehen gerade rüber. So soll es aussehen. Und das brauche ich halt. Ich brauche insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Häuschen. Also ihr macht das Ganze 8-mal in euren Wunschfarben. So. Und jetzt brauche ich als nächstes ein Falztool. Da bietet sich natürlich unser Aufhebhelfer an. Da haben wir ja so eine Kugel dabei. Das kann man austauschen. Ich brauche die kleine Kugel. Außerdem braucht ihr ein Lineal. Ich gehe jetzt an den Falzlinien entlang. Ich nehme mir mal wieder die weichere Unterlage. Also es würde jetzt hier auch so ein bisschen Papier oder halt was reichen, wo wir halt ja, das schön falzen können. Ich lege mir das jetzt hier entlang und falze diese Linie. Dann gehe ich an die Unterseite und zwar, da hört ein Haus auf und hier hört ein Haus auf. Und dann wäre es gut, wenn man das einigermaßen parallel zu der oberen Linie, sonst wird das Haus schief, ebenfalls falzt. Ich falze von einer gedachten Linie hier, da wo das Haus endet, rüber, unten entlang bis zum Ende des Hauses. Dann drehe ich mir mein Haus um. Ich falze an dieser Hauswand. Ich falze hier, wo das die erste Hauswand endet, von da unten, von meiner Falzlinie bis hier, gehe an die nächste Hauswand, wieder von der Falzlinie hier unten nach oben bis dahin
an dieser von unten, wo ich gefalzt habe, ich sehe das jetzt ganz, ganz übel, bis dahin. Und am Ende, da war meine Falzlinie, von der Ecke bis da. Ich drehe es mal um. Ihr seht das hier sehr gut. Ich habe im Prinzip die Häuserfront mit Ausnahme der Dächer. Die muss ich auch noch machen. Ich gehe also am Dachfirst entlang und fahre diese Dreiecke nach. Damit habe ich, wie ihr seht, das Haus komplett nachgefahren. Wichtig ist, dass die Sachen hier und da halt parallel sind. Muss man ein bisschen testen, ist nicht so schwierig. Geht auch mit dem Geodreieck, wenn euch das lieber ist. Gut, und jetzt heißt es schneiden. Fürs Schneiden gibt es keine Maße, ich erkläre euch wie. Ich gehe jetzt hier einmal ein Stückchen nach außen. Wie viel Millimeter sind das? Gefühlt zwischen 3 und 4 mm. Aber darauf kommt es nicht an. Das ist eine Klebelasche. Ich schneide einfach mal parallel hoch. Dann schneide ich, ich merke mir diesen Abstand in etwa und schneide hier im gleichen Abstand nach oben. Ich schneide im gleichen Abstand nach unten und versuche auch hier in etwa, da kommt es wirklich auf den Millimeter nicht an. Schneide praktisch hier so einmal rundherum entlang. Auf dieser Seite schneide ich direkt an der Häuserfront entlang. Und hier unten nehme ich auch den gleichen Abstand, wie wir die ganze Zeit hatten. So. Also der Abstand von der Falzlinie bis dahin. Und jetzt schneide ich ein. Von unten hier bis zu dieser Häuserfront-Falzlinie. Von hier bis zu dieser Falzlinie. Von hier bis zu dieser Falzlinie. Dann habe ich immer bis zum Boden des Hauses eingeschnitten. Die muss ich mir jetzt ordentlich noch anschrägen. Die könnt ihr euch wirklich ordentlich anschrägen. Dann überlappen sie nicht und dann klebt es sich auch einfacher. Es soll natürlich noch Klebefläche übrig sein. An dieser Seite schneide ich einmal recht schräg bis zu dieser Ecke. Und ich schneide hier sehr schräg einmal hier rüber. Denn auch das wird eine Klebelasche. An der Ecke einmal bis zur Ecke. Und einmal sehr schräg von dieser Seite aus. Hier bleibt uns am Ende nur eine ganz kleine Klebelasche. Einmal so und recht viel weg. Sonst haben wir das Problem der Überlappung. An dieser Seite bleiben nur ganz kleine Klebelaschen übrig. Ich schneide einmal hier bis zu dieser Ecke und schneide mir hier ein Stück raus. Bis zu dieser Ecke, hier wieder unser Dach. Sowas bleibt jetzt übrig. Und wenn ich das gemacht habe, dann falze ich mir alles nach. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal hier die Grundlinie entlang falzen. Wo ist mein Falzbein? Dann falze ich mir die Flächen nach und hier kann ich schon achten darauf, dass wenn ich das falze, dass die Falzlinie hier weitergeht. Und dass das Haus dann nicht schief steht zum Schluss. Einmal die Klebelasche und auch hier kann ich noch mal schauen, dass diese Linie hier an der weiterläuft. Kann ich im Notfall noch ein bisschen korrigieren. Ja, dann kommen hier oben die Falzlinien nach, also die Klebelaschen.
Und dann habe ich mir das eigentlich soweit alles nachgefalzt, wie ich das brauche. Und was ich jetzt machen kann, ich kann mir das Häuschen bereits zusammenkleben. Ich gebe also jetzt einmal hier auf der Seite, auf dieser Klebelasche, einmal Kleber drauf. Lege mir das so zusammen und jetzt sollte das, wenn ich gut gearbeitet habe, hier ganz gut mit den Falzlinien aufeinandertreffen. Und das wird dann unser Häuschen. Und jetzt kommt der diffizilste Abschnitt, nämlich dieses Teil mit Dach und Boden zu versehen. Das Dach brauche ich einmal die Prägeform Mauerwerk. Wenn ihr die nicht habt, ihr könnt auch natürlich das komplett ohne Prägung machen oder zum Beispiel auch Holz, die Holzstruktur, da haben wir auch einen Prägefolder aktuell, würde mir auch sehr, sehr gut gefallen. Natürlich brauche ich auch grundweißen Farbkarton. Diesen Farbkarton lege ich mir jetzt einfach ein, schaue, dass er nicht allzu schief ist. Das sieht man immer ganz gut, wenn man einen dunklen Untergrund hat. Ja, ein bisschen scheppes ist es. So. Unterlage, also Platte 1 und Platte 4 brauchen wir dafür. Und ich lege mir das auf und präge jetzt einfach mal ein Stück. Wir brauchen sehr, sehr wenig. Also wenig Materialaufwand, weil Mini-Häuser, logisch. Dann habe ich diese wunderschöne geprägte Form. Damit kann die Präge- und Stanzmaschine weg, die brauche ich nicht mehr. Das nächste, was ich brauche, ist mein Schneidebrett. Ich habe einmal einen normalen grundweißen Farbkarton. Und da brauche ich jetzt ein mini kleines Stück für den Boden 1,3 cm mal 1,3 cm. Und ich brauche von unserem geprägten Teil, jetzt könnt ihr euch überlegen, wie ihr das einlegt, ob ihr es so einlegt oder ob ihr es so einlegt. Ich möchte, dass das Mauerwerk erstmal so liegt und ich brauche ein Maß von 1,4 cm und ich brauche eine Länge von, und jetzt werde ich mir das gleich falzen, also ich lege bei 1,2 cm an, falze, schiebe weiter auf 2,4 cm und schneide. Das ist unser Dach. Also es sind unglaubliche Größen. Und jetzt habe ich noch so viel übrig, da kann ich noch viele Häuser machen. Also das hier ist jetzt unser geprägtes und geschnittenes Dach. Da habe ich nicht gut gefalzt, sehe ich gerade. So. Einmal das und wie gesagt die Grundfläche. Jetzt komme ich zu unserem Mini-Häuschen, jetzt gehe ich wieder näher ran. Ich mache den Boden zum Schluss, weil ich möchte da noch mal reinfassen und andrücken können. Ich werde mir den Boden ein bisschen nach außen biegen, damit ich da besser rankomme. Hier auf alle Klebelaschen. Gebe mir da jetzt einmal schön Kleber drauf. Nicht zu viel, dass es nicht rausquillt, aber bis zum Rand. Dann setze ich mir mein Dach auf. Und das ist so konzipiert, dass das eigentlich hier genau passt. Also das schließt eigentlich ganz gut ab mit den Dreiecken vom Dachfirst. Falls euch diese Dachfirste ein bisschen nach innen abrutschen, könnt ihr eben jetzt, weil noch offen ist, empfehle ich mit einem
spitzen Gegenstand da rein. Ich nehme jetzt gerade mal meine Kugel vom Falzen und ich drücke mir jetzt innen alle Laschen ans Dach. Kontrolliere mir, dass nichts verrutscht hier. Kann ich eben noch mal so ein bisschen korrigieren. Wenn ich das erledigt habe, ist mein Häuschen schon mal gedeckt. Und jetzt kann ich den Boden schließen. Das heißt, ich schlage mir hier alles nach innen. Gebe mir da auch wieder gut Kleber drauf. Und setze mir dann das Quadrat auf von meiner Grundfläche. Ich halte es jetzt ein bisschen fest, dass das anziehen kann. Und dann habe ich mein Haus und es ist gewollt, dass das so aussieht, als würde das durchaus in ein bisschen Schnee stehen. Und wenn alles gut gefalzt ist, steht das auch gerade, kippelt nicht. Das steht richtig fest auf der Unterfläche. Eventuell müsst ihr so 2-3 Häuschen mal probieren, dass das am Ende auch wirklich so aussieht. Na? Und siehe an, wunderbare Häuschenvermehrung. Ich habe schon mal ein paar Häuschen mehr gemacht. Hier ist mein kleines Dorf. Ist sogar jetzt eins zu viel. Das heißt, ich nehme 2 blaue, 2 gelbe, 2 grüne und dann habe ich noch ein rotes und ein wildlederfarbenes. Und die klebe ich mir jetzt einfach auf. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier meine Unterlage und stelle mir jetzt einfach meine Häuschen hier außen rum und verteile sie mir farblich, so wie mir es gefällt. Also ich nehme immer die Fronten mit dem Dachfirst, stehen so nach außen, ne? Also jeweils. Gefällt mir persönlich besser, ihr könnt es natürlich auch anders stellen. Und ich verteile mir die jetzt erstmal außen rum. Und so klebe ich die jetzt einfach auf. So, und da muss man jetzt einfach ein bisschen Geduld haben. Wichtig ist ausreichend Kleber. Und dann müssen die sich halt einmal anziehen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ich habe nur 7 aufgeklebt. Bei meinem ursprünglichen waren es mal 8. Einmal verzählt, aber ist ja auch nicht so schlimm. Sieht ja trotzdem süß aus. Kann man ja machen, wie man will. Also ihr seht, es gehen auch 8. Da habe ich jetzt 7. Mein Gott, einmal verzählt. Dabei liegt es doch da. Bevor ich das aufklebe, setze ich mir jetzt tatsächlich noch meine Strasssteine auf. Ich habe diesen Basic-Strass-Schmuck in Rot. Ups, jetzt muss ich nur gerade mal mein Tool wieder wechseln. Und jetzt setze ich mir einfach hier außenrum Steinchen in die Ecken. Und ich werde mir dann auch gleich noch eine Schleife aufsetzen. Und zwar habe ich mir überlegt, ach ja, da liegt es doch. Glitzerndes Organdiband finde ich eine super Sache. Jetzt kommt meine Lieblingsbeschäftigung, Schleifen binden. Schöner wird es nicht, aber im nächsten Leben. Dann schneide ich mir da einfach mal was ab davon. Und das klebe ich mir jetzt dann einfach hier an eine Ecke. Entweder ihr macht das mit einem Glue-Dot oder eventuell mit ein Stückchen Abreißklebeband. Ich entscheide mich für die Glue-Dots, für die Mini-Glue-Dots, weil die einfach super praktisch sind. Das rolle ich mir ein bisschen zusammen. So. Und setze mir das hier unter den Knoten. Und ich drücke mir das jetzt hier einmal auf mit dem Mini-Glue-Dot. Und das kann ich mir jetzt hier auf den Deckel setzen. Die sind jetzt eigentlich schon fest. Und das mache ich wieder mit meinen Dimensionals. Und dann setze ich mir, hoch, ich bin aus der Kamera,
das Ganze regelmäßig hier einmal auf. Für den Spruch habe ich im Original den krummen Spruch, da gibt es so einen gebogenen Spruch, gerade gebogen. Das kann man machen, das funktioniert, braucht man Geduld und Zeit. Die habe ich nur gerade nicht. Deshalb entscheide ich mich jetzt für einen anderen Spruch, nämlich für die lieben Wünsche. Und den stempel ich mir jetzt einmal in der Farbe Lodengrün auf ein kleines Etikett. Da habe ich jetzt gerade anscheinend mit meinen Fingern drauf getapst. Drehen wir es einfach um. Wie gut, dass es zwei Seiten gibt. Das ist eine Breite von 1,2 cm und eine Länge von 7 cm. Und da setze ich mir das jetzt einfach mittig drauf. So. Wem der Spruch zu lang ist, der kann sich das natürlich einkürzen. Was man machen könnte, das mache ich jetzt einfach mal, ist, dass ich mir hier ein Fähnchen draus gestalte. Das hatte ich jetzt beim Original nicht. Aber warum nicht mal was anderes? Also, machen wir jetzt da einfach ein Fähnchen drauf, was ich auch sehr hübsch finde. Und dann klebe ich mir das auf, entweder hierhin oder dahin. Mir gefällt es immer besser, wenn es rechts ist, die Schleife. Und das setze ich mir jetzt einfach mal hier mit ein bisschen Kleber auf die Seite. Es wird doch der Kleber jetzt auf die letzten Meter nicht aufhören zu kleben. So, und das setze ich mir jetzt einfach hier an die Seite. Wer mag, kann natürlich da auch noch mal Glitzersteine drauf machen, aber ich finde, wir haben oben schon genug Glitzer. So, damit ist im Prinzip meine Box fertig. Na, geh drauf. So, meine Box fertig mit den lieben Wünschen, mit diesem süßen kleinen Häuserdorf. Und vielleicht war es eine Idee für euch, wenn ihr ein bisschen Geduld habt, dass ihr euch gerne sowas auch bastelt. Einmal hier mit 7, einmal mit 8 Häusern, je nachdem, wie viel ihr Lust habt. Genau, das heute meine Idee. Vielleicht eine kleine Anregung und ein Einkaufstipp für ein tolles Produktpaket aus dem Mini-Katalog, was uns leider verlassen wird. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal und ja, ich freue mich. Bis bald. Tschüss!